Hallo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ihr habt die letzte Folge ja absolut gefeiert mit den 10 Mythen oder den 10 Dingen, die man über Black Ops 4 vielleicht so noch nicht wusste. Und ich habe mich entschlossen, dass wir daraus eine kleine Serie machen. Es müssen nicht immer 10 Dinge sein, es können auch mal Sachen aus dem Blackout-Modus sein, aus dem Zombie-Modus vielleicht. Je nachdem, was ihr mir einschickt, was ich für euch zeitintensiv testen soll. Das dauert nämlich immer ganz schön lange, bis man das alles durchgetestet hat. Und wenn ihr mir eine Aufgabe schickt, die ich umsetzen soll, zum Beispiel heute... Viele von euch haben geschrieben, die Paladin mit Doppelvollmantel macht einen Thrasher One-Hit und das habe ich ausprobiert. Und man versucht dann natürlich noch mehr auszuprobieren, damit man wirklich alles irgendwie zusammenbekommt, was man so über witzige, unterhaltsame, coole, hilfreiche Sachen findet. Dazu habe ich euch heute einen mega coolen Vito-Spot noch eingepackt, der ist ein bisschen im Video versteckt, ihr werdet ihn finden, keine Sorge. Das ist wirklich eine coole Option, das ist sozusagen der 11., 12., 13. Tipp. Ich mache immer ein bisschen mehr als 10, ihr werdet es nachher sehen, wenn ihr durchzählt. Auf jeden Fall, wenn ihr irgendwie etwas habt, was ich für euch testen soll, schreibt das gerne unten in die Kommentare und ich würde mich riesig darüber freuen, wenn ihr vielleicht ein Like dalassen könntet und einen positiven Kommentar. Selbst wenn ihr nichts habt, was ihr irgendwie testen wollt, schreibt gerne rein, ob euch so ein Video gefällt, weil das dauert wirklich sehr, sehr lange daran, das alles fertig zu haben, das zusammenzuschneiden. Und wenn das Leute nicht feiern, dann macht es keinen Sinn, das zu machen. Aber das letzte Video hat wirklich einiges rausgehauen. Der Support von euch ist mega. Vielen, vielen Dank wirklich an jeden Einzelnen. Wir machen einfach direkt mit den nächsten Sachen weiter, weil es Spaß gemacht hat. Und heute haben wir das Ganze nochmal auf die Spitze getrieben. Und ich werde euch einige Sachen zeigen, die ihr zu 100% noch nicht gesehen oder gehört habt. Also, ganz viel Spaß mit der allerersten Sache. Und denkt dran, Like ist wirklich, 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 wirklich erwünscht. Viel Spaß! Die erste Frage kam von Emre Özters, vielen Dank dafür. Er sagt, kontert das Trophy System die Battery komplett, beziehungsweise die Clustergranaten davon? Und wir haben das selbstverständlich ausprobiert. Wir haben geguckt, was Battery macht, was passiert, wenn wir das Trophy am Anfang werfen, wenn das Trophy schon liegt, was die Clustergranate an sich macht. Und jetzt passt mal auf, die Clustergranate an sich, das ist glaube ich ein Bug, explodiert in der Nähe vom Trophy System, aber nicht immer. Gegen die Cluster-Teile werden vom Trophy-System aufgefangen, das Trophy läuft noch. Was ihr jetzt aber seht, ist etwas, was mich mehr als verwundert hat. Das Trophy-System hält die gesamten Granatwerfer von Battery auf und hier mein guter Kumpel hat das sogar mehrmals als einmal probiert. Und ihr seht, das Trophy-System lässt nichts durch, geht nicht kaputt und dazu kommt, dass es einfach alles, was da durch den Granatwerfer, durch die Kriegsmaschine weggefeuert wird, sofort aufgesogen wird. Also, das ist für mich, glaube ich, ein Bug, weil eigentlich sollte das Trophy nur 3 bis 4 Projektile aushalten können. Wie dem auch sei, wir haben noch eine weitere Einsendung, auch das probieren wir natürlich, vom guten Ostner. Probier mal eine Clustergranate mit Molotow-Cocktail zu zerstören, beziehungsweise Kleingranaten von der Cluster. Im Blackout geht es oder ist das nur ein Bug? Und glaubt mir Leute, ich habe es über 20 Minuten probiert, aus jedem Winkel, um das Ergebnis zu bekommen, was ich mir gewünscht hatte. Ich wollte glauben, dass das eine Möglichkeit ist. Ich habe alles probiert und ich kann euch mit Garantie sagen, ihr könnt eine Clustergranate, egal ob die Cluster an sich oder die Splittergranaten, mit einem Molotow weder zerstören, noch aufhalten, noch unschädlich machen, noch sonstiges. Ich habe es aus jedem Winkel probiert, aus jeder Entfernung. Der Molotow macht gegen die Clustergranate überhaupt nichts und auch nicht gegen die einzelnen Stücke von der Clustergranate. Das also, lieber Ostner, ist vielleicht ein Bug gewesen, vielleicht hat es auch nur so ausgesehen. Es tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen, das funktioniert leider in diesem Spiel nicht. Das heißt ja aber noch längst nicht, dass wir hier mit allen Sachen durch sind, die wir einmal so ausprobieren können. Wir haben natürlich noch weitere Einsendungen bekommen. Darunter von vielen von euch, ich kann das alles gar nicht einblenden, weil es viel zu viele waren. Du kannst den Thrasher mit Paladin Doppelvollmantel mit einem Schuss runterholen. Ich habe das vorher schon mal gehört. Ich habe das noch nie ausprobiert. Und ich habe ein bisschen gestruggelt, weil ich ein sehr schlechter Sniper bin. Aber ich werde euch zeigen, wie das Ergebnis davon aussieht. Und ich habe es auch schon gekürzt für euch, dass ihr jetzt nicht 10 Minuten seht, wie ich dabei verkacke. Tatsächlich ist es wahr, Mythos bestätigt, Paladin mit Doppelvollmantel tötet ein Thrasher One-Hit, insofern ihr den Thrasher auch trefft. Ich war nicht der Beste da drin, wenn ihr gut treffen könnt, habt ihr eine Super-Konter-Möglichkeit. Der gute Dragan hat uns noch geschrieben, mit der Mozu und dem Agenten-Mod, das ist der Schädelbrecher, kann man das Einsatzteam One-Hitten, wenn ihr den Kopf trefft. Und ich habe ein paar Tests mit dem Einsatzteam gemacht. Und mit Nomad's Dog und das Ganze in Verbindung mit der Mozu und zusätzlich mit etwas Schönem, was sich nennt Kampfaxt. Und ihr werdet jetzt auch sehen, was das Ergebnis davon ist.
Und es soll sich tatsächlich herausstellen, wenn wir das Einsatzteam in den Kopf treffen mit der Paladin und Doppelvollmantel, geht es sofort down, einer von den beiden. Wenn wir auf den Körper treffen, brauchen wir 2 bis 3 Hits. Das bedeutet, auch die Paladin mit Doppelvollmantel ist dafür eine Lösung. Was ich auch gesehen habe, was nicht funktioniert, mit der SG-12 und der Schrotladung drauf, ihr kriegt das Einsatzteam nicht wirklich schnell tot. Wenn ihr keinen Kaltblütig dabei habt, seid ihr definitiv früher tot. Was allerdings sehr, sehr hilfreich ist, ist die Kampfaxt gegen das Einsatzteam. Und wir gucken auch, ob das gegen Nomads Hund hilft. Ihr seht, den einen habe ich nicht ganz getroffen, aber selbst in die Brust, in den Rücken, in den Fuß, Kampfaxt ist One-Hit bei dem Ganzen. Und hier haben wir nochmal den Test mit der Kampfaxt bei dem Hund, was für einen Unterschied das macht. Und wenn wir den Hund mit der Kampfaxt treffen, ist er One-Hit. Das heißt, wenn ihr eine Klasse habt, wo eine Kampfaxt dabei ist, nehmt sie gerne mit. Genauso wie mit dem Schildebrecher, wenn ihr den Hund in den Kopf trefft, Leute, der Hund ist One-Shot und das gleiche auch bei dem Einsatzteam. Schildebrecher, Motsu, falls ihr Lust habt, immer mit dabei haben, hilft gegen alles, was euch nervt. Dann habe ich hier noch etwas, was mir vorher nicht bekannt war. Wenn ihr Ruins Schwerkraftstacheln einsetzt, könnt ihr variieren, wie hoch und kräftig ihr springen wollt. Ihr seht das hier. Ich mache das Ganze gleich beim dritten Clip nochmal in Zeitlupe für euch. Wenn ihr R3 und L3 einmal kurz drückt, dann springt ihr ganz normal und macht den Schwerkraftslam. Wenn ihr R2 und L2, jetzt haben wir es richtig. Wenn ihr das beides gedrückt haltet, springt ihr höher. Ich habe aber getestet, die Reichweite eurer Explosion ist dieselbe. Sieht aber cool aus und ist für Trickshots bestimmt hilfreich. Außerdem habe ich noch getestet, ob es möglich ist, einen Ruin, bevor er den Schwerkraftslam raushaut, zu schocken mit einer Schockerdrohne. Und wir haben das wirklich hin und her probiert und ich muss euch sagen, es funktioniert nicht. Es gibt so 1-2 Frames, wenn ihr genau diese Frames trefft, also wirklich Millisekunden, dass das wirklich im Spiel funktionieren könnte. Aber es ist im Prinzip kaum möglich und mehr Zufall als alles andere. Dann haben wir eine Menge von Sachen heute durchgehauen. Das heißt, wenn ihr noch neue Ideen habt, was ich austesten soll, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich hoffe, es macht euch Spaß und ihr habt wirklich schöne Zeit, während ihr solche Sachen guckt. Ich habe jetzt ja noch, wie versprochen, den Weitschuss-Spot für euch, falls ihr auch auf dem Weg zu Dark Matter seid. Den habe ich gestern bei Exclusive Ace gesehen. Den finde ich absolut Porno. Und hätte ich gewusst, dass es den auf der Map gibt, dann hätte ich den schon viel früher präsentiert. Weiß nicht, wie man auf sowas kommt. Ich zeige ihn euch. Nutzt es aus, wenn ihr noch Weitschüsse braucht. Es lohnt sich definitiv. Und zwar könnt ihr auf der Map Gridlock hier hinten rechts zum Spawn laufen. Das zeige ich euch jetzt mal, wie das aussieht. Ihr sollt nicht hier links, da habe ich es auch versucht, da geht wirklich leider gar nichts. Sondern wenn ihr hier zur Seite lauft, auf diese Bushaltestelle und dort durchguckt, genau durch das Ding und dann in die Mitte zielt, könnt ihr relativ einfach einen Weitschuss machen, ohne dass auch nur ein Gegner ahnt, was ihr tut oder was ihr davor habt. Und das waren die Sachen, die ihr mir bisher so reingeschrieben habt, die ich für euch mal austesten sollte. Ich habe noch 1-2 andere Sachen gesehen, zum Beispiel, dass man mit der Rampart Doppelvollmantel den Thrasher vom Himmel holen kann. Es gibt natürlich auch schon so 1-2 Sachen, die ich irgendwo anders gesehen habe, die ich probiert habe, die ich vielleicht selbst schon im Kopf hatte und probiert habe. Ich möchte aber ungern alles in einem Video machen, weil wir auch ein bisschen Spaß daran haben sollen. Und was ich mittlerweile auch festgestellt habe, es ist sehr, sehr wichtig jetzt noch, es gibt immer mehr Sachen, die von euch als Zocker, als Zuschauer rausgefunden werden bzw. als Anfrage gestellt werden. Das heißt für mich also, ich werde definitiv diese Serie jetzt fortführen, vielleicht alle 3, alle 4, alle 5, alle 2 Tage. Je nachdem, was ihr in die Kommentare schreibt, was für euch wichtig ist, was für euch unterhaltsam ist. Und an dieser Stelle wirklich die beste Gelegenheit noch einmal, ich versuche es so schnell wie möglich zu machen. Vielen, vielen Dank für euren Support, Leute. Wirklich vielen, vielen Dank. 6500 ist eine Wahnsinnszahl. Wir machen das hier seit 11 Monaten. Ich habe wirklich Spaß an dem Ganzen, ich habe Spaß, eure Kommentare zu lesen, ich habe wirklich Spaß, mich hier Stunden hinzusetzen und für euch die Sachen auszuprobieren. Vielen Dank für den Support und tut mir einen Gefallen, wenn ihr Interesse habt, jetzt am Samstag wird es ein Turnier geben, ein Multiplayer-Turnier, oh 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 oh. Solltet ihr Interesse haben, jetzt vielleicht im Stream vorbeizuschauen, ich musste es jetzt leider die letzten Tage etwas zurückschrauben, weil ich viel an den Videos dran war. Folgt mir einfach auf Twitch, da könnt ihr mir dann auch einfach kostenlos ein Follow da lassen, kriegt automatisch immer die Info, wenn ich online bin.
twitch.tv/schepperfeuer. Ihr könnt mir auch auf Instagram und auf Twitter folgen, wenn ihr das wollt. Bei beiden heiße ich ganz normal Schepperfeuer. Vielleicht habt ihr Lust zu quatschen. Wenn ihr mal irgendwas auf dem Herzen habt, schreibt mir einfach. Ich habe immer ein bisschen Zeit für euch. Und sonst, ich bin fertig für heute. Schreibt in die Kommentare, was ihr gerne noch als nächstes sehen wollt. Ich bin raus. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedersehen.